Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal ein Video für die Drohnenpiloten unter euch oder solche, die es vielleicht demnächst werden wollen. Es geht aber nicht ums Fliegen im Speziellen, sondern es geht um das kleine Teil, das von Drohnen eigentlich nichts mehr wegzudenken ist und das die Drohnenfliegerei, bei mir zumindest ist es so, ja eigentlich erst so richtig interessant macht. Ihr habt es erkannt, nämlich es geht um die Drohnenkamera. Bei mir ist es so, egal ob mit normaler Kamera oder mit Drohnenkamera, schöne Fotos und schöne Videos sollen es am Ende doch schon werden. Ich denke, das ist bei jedem so, oder? Und das gelingt eben noch besser, wenn man auch hier mit der entsprechenden Ausrüstung arbeitet. Sprich, im Speziellen mit einer speziellen Filterausrüstung. Und darum geht es in diesem Video. Es geht um Kamerafilter für Drohnenkameras. Ich schwenke sie hier schon die ganze Zeit. Es geht um die Drohnen-ND-Filter von FreeWell. Los geht's! Die Kameras an Drohnen werden foto- und videotechnisch immer besser. Sprich, sie haben immer höhere Auflösungen und sind dadurch in der Lage, hochauflösende und qualitativ hochwertige Foto- und Videoaufnahmen zu liefern. Auch im privaten Bereich sind die Drohnen mittlerweile sehr beliebt, ihr wisst es selbst. Und nicht zuletzt, bei mir ist es wieder so, wegen der Möglichkeit, die Welt mal zum einen aus der Vogelperspektive zu betrachten und zum anderen das Ganze dann auch noch auf Foto oder Video festzuhalten. Natürlich gibt es da bestimmte rechtliche Regeln, an die man sich als Drohnenpilot unbedingt halten muss. Aber das soll jetzt heute nicht unser Thema sein. Heute geht es speziell um die Drohnenkamera. Automatikfunktionen der Drohnenkameras sind grundsätzlich mit denen normaler Kameras oder normaler Digitalkameras vergleichbar. Damit meine ich, mit der Automatik der Drohnenkamera lassen sich durchaus gute Aufnahmen erzielen. Wer allerdings mehr möchte, das heißt raus aus der Automatikfunktion und rein in die manuellen Einstellungen, für den sind Kamerafilter auch hier an der Stelle eigentlich ein Muss. Denn nur mit der entsprechenden Filterausrüstung lassen sich Blende, Verschlusszeit, ISO und Framerate, also Bilder die Sekunde, so aufeinander abstimmen, dass der beliebte sogenannte Filmlook zustande kommt und die Aufnahmen dadurch grundsätzlich hochwertiger werden können. Filmlook, was heißt das? Kleiner Exkurs. Mit Filmlook meine ich, dass neben der Farbgebung, also dem Color Grading des Videos, mindestens mal die Verschlusszeit, das Doppelte der Bildwiederholfrequenz betragen sollte. Ihr wisst ja, ihr kennt die Faustformel. Beispiel, bei 25 FPS, also Frames per Second, eine Verschlusszeit von einer 50stel Sekunde und so weiter einzustellen. Wenn die Drohnen-App solche manuellen Einstellungen zulässt, kommen wir da aber, wie übrigens auch bei normalen Digitalkameras, bei hellem Tageslicht, schnell mal in die Überbelichtung. Bei Drohnen ist es umso häufiger der Fall, weil ja grundsätzlich bei Tageslicht geflogen bzw. gefilmt wird. Bei der DJI Mini 2 lässt sich zudem die Blende nicht schließen, denn die ist auf einen festen Wert von f2.8 eingestellt. Übrigens, ein paar technische Daten zur DJI Mini 2. Die Kamera an der DJI Mini 2 hat ein Sichtfeld von 83 Grad, eine Kleinbild-äquivalente Brennweite von 24 mm und einen Schärfebereich von 1 Meter bis unendlich. Nur mal so am Rande. Stichwort Tageslicht und Himmel bzw. Wolken. Der Vorteil von ND-Filtern ist auch hier, bei der Drohnenfilmerei, wie ich es mal nennen möchte, dass sich auch Wolken oder Wolkenformationen viel besser in Szene setzen lassen als ohne Filter. Die Kontraste sind einfach besser. Also wer bei der Drohnenfilmerei die Regeln des Filmlooks beherzigen möchte, darum geht mir es ein bisschen, wer schöne kontrastreiche Aufnahmen aus der Luft machen möchte, der wird auch hier bei der Drohnenfilmerei mit entsprechenden ND- und auch unter Umständen Polfiltern arbeiten müssen. Viele Hersteller bieten solche Filterlösungen für Drohnenkameras an. Ich habe hier zum Beispiel das Filterset All Day 8 Pack 4K Series von FreeWell, passend für meine DJI Mini 2. Mit diesen Filtern möchte ich euch eben mal die Unterschiede aufzeigen von Aufnahmen oder Zwischenaufnahmen mit diesen ND-Filtern und Aufnahmen ohne diese ND-Filter bei Tageslicht und möchte euch die Filter natürlich auch ein bisschen näher vorstellen.
Freewell liefert mit dem All-Day 8-Pack eine umfangreiche Auswahl an ND-Filtern und ND-Polfiltern, also Kombinationen, für den, wie der Name schon sagt, täglichen Einsatz, je nach Tageslichtintensität. Ich habe das Set, wie erwähnt, für meine DJI Mini 2. Die Filter passen in dem Fall aber auch auf die DJI Mini. Aufgeräumt in einer schönen und stabilen Metallbox ist jeder der kleinen Filter sicher aufbewahrt. Die Filter sind aus Metall und Kunststoff gefertigt und sehr gut verarbeitet. Auch das Design und die Optik der Filter ist sehr gelungen. Wichtig an der Stelle ist zu sagen, dass das Gewicht der DJI Mini 2 von 249 Gramm inklusive Akku und SD-Karte durch einen aufgesetzten Filter nicht überschritten wird. Die Berechtigungsvoraussetzungen für das Fliegen der DJI Mini 2 ändern sich also wegen der aufgesetzten Filter nicht. Wie werden denn jetzt die kleinen Filter an der Drohnenkamera eigentlich befestigt? Grundsätzlich ganz einfach. Ich sage aber ausdrücklich dazu, mit Fingerspitzengefühl arbeiten bitte. Denn die Drohnenkamera ist ja bekanntlich an einem Gimbal befestigt und der wiederum ist aus Kunststoff und die Aufhängung ist relativ filigran und da wollen wir ja nichts kaputt machen. Wenn man mit den Fingerchen den richtigen Dreh aber mal raus hat, geht es ziemlich einfach. Ich zeige euch das mal. So. Jetzt wollen wir aber mal sehen, wie die Unterschiede denn eigentlich so sind mit und ohne ND-Filter. Dazu gehen wir jetzt mal nach draußen. Ich glaube, man hat anhand der Drohnenaufnahmen die Unterschiede, besonders am Himmel, zwischen mit und ohne ND-Filtern jetzt ganz gut sehen können. Die kleinen ND-Filter leisten hier echt gute Arbeit und verleihen den Fotos und Videos, so finde ich zumindest, ein professionelleres Aussehen. Wer seine Drohnenaufnahmen qualitativ auf ein höheres Level bringen möchte, dem kann ich solche ND-Filter nur empfehlen. Einen Produktlink habe ich euch mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Habt ihr noch Fragen zum Freewell All-Day 8-Pack 4K Series? Dann gerne in die Kommentare damit. Falls du es noch nicht gemacht hast, dann lass doch jetzt gerne ein kostenloses Abo für meinen Kanal da und aktiviere auch die Glocke. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin bei eurer Fotografie zu Lande und aus der Luft und in diesem Sinne bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Ciao.